ist Scorpion? Das sehe ich mir genauer an. Hey, Spider-Man! Sieh dir das mal an! Hier ist Säbelzentrale. Ist das eine nächtliche Vogelbeobachtung? Ja, ich habe im Park nachtaktive Raubvögel beobachtet, als mir bei Belvedere Castle eine Gruppe bewaffneter Männer aufgefallen ist. Danke für die Informationen, Stephanie, sag Bescheid, wenn ich helfen kann. Ich werde alles von hier oben im Auge behalten. Danke für die Hilfe, Stephanie. Was wollen bewaffnete Männer beim Belvedere? Das werden keine Touristen sein. Männer. Nicht gut. Das waren alle. Finden wir raus, was sie hier wollten. Ich weiß nicht, was hier los ist. Mal sehen, ob ich irgendwas auf diesem Speicherstick finde. Klasse. Stephanie, ein Vogel hat gerade einen Speicherstick gestohlen. Vielleicht eine Taube. Ist das normal? Es ist Nistzeit, da überrascht mich das nicht. Ich glaube, in den Bäumen südlich vom Schloss ist ein Nest. Super, ich seh's mir an. Er hat Freunde. Toll. Gib mir den Stick zurück, ihr dreckigen Flugratten. Versuch positive Bestärkung. Tauben sind tatsächlich erstaunlich intelligent. Erstaunlich intelligent, ja? Hey, Tauben! Das mit den Flugratten tut mir leid. Machen wir einen Deal? Was immer Fisk euch in Vogelfutter bezahlt, ich verdopple es! Stephanie, ein Vogel hat gerade einen Speicherstick gestohlen. Vielleicht eine Taube. Ist das normal? Es ist Nistzeit, da überrascht mich das nicht. Ich glaube, in den Bäumen südlich vom Schloss ist ein Nest. Super, ich seh's mir an. Er hat Freunde. Toll. Gebt mir den Stick zurück, ihr dreckigen Flugratten! Versucht positive Bestärkung. Tauben sind tatsächlich erstaunlich intelligent. Stephanie, ein Vogel hat gerade einen Speicherstick gestohlen. Vielleicht eine Taube. Ist das normal? Es ist Nistzeit, da überrascht mich das nicht. Ich glaube, in den Bäumen südlich vom Schloss ist ein Nest. Super, ich seh's mir an. Er hat Freunde. Toll. Gebt mir den Stick zurück, ihr dreckigen Flugratten. Versucht positive Bestärkung. Tauben sind tatsächlich erstaunlich intelligent. Erstaunlich intelligent, ja? Hey, Tauben! Das mit den Flugratten tut mir leid. Machen wir einen Deal? Was immer Fisk euch in Vogelfutter bezahlt, ich verdopple es. Hab sie. Aber sie hat den Stick nicht. Das war's. Ich hab den Stick. Zurück zum Laptop. Mal sehen, was Fisks Männer wollten.
Anscheinend wollten sie einen Wurm ins WLAN des Central Parks hochladen. So könnten sie Zugriff auf haufenweise persönliche Daten kriegen. Da fällt mir ein, selbst ich nutze dieses Netzwerk. Moment, der Ladevorgang läuft noch. Es muss mehrere Zugangspunkte geben. Stephanie, du bist mein Auge am Himmel. Siehst du irgendwas Seltsames im Park? Virginia-Uhus und mehr Kerle an einem Anschlusskasten. Danke. Halt bitte weiter die Augen offen. Ich muss ohne Zugriff aufs Laptop. Können Sie nichts hochladen. Du gehörst mir! Er hat ihn! Ob tot oder lebendig, fürs mir ist egal. Hol die Netze weg! Fast so aufregend wie damals, als ich drei Gelbschattel-Waldsänger gesehen habe. Hey, sie haben es auf noch zwei Anschlusskästen abgesehen. Ich schicke dir den Standort. Danke für die Information. Ich sollte mich beeilen. Noch zwei? Hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber wozu braucht der Central Park WLAN? Ich dachte, die Leute wollen hier abschalten. Da sind sie. Ich muss sie vom Kasten fernhalten. Nochmal Pause. Ich hab ihn. An deiner Stelle würde ich auch nicht mich kämpfen wollen. Oh. Er ist hier. Ich werde dir Respekt beibringen. Mann, K.O. Menschen in Manhattan können ruhig schlafen. Ihre Passwörter und Katzenvideos sind sicher. Spider-Man, Sie könnten mich gesehen haben. Oh nein, sicher? Ziemlich. Da kommen bewaffnete Männer. Verriegel den Zugang und halte durch. Ich komme. Ich muss zu Stephanie, bevor Fisks Leute da sind. Ich bin schuld, dass sie hier mit drin steckt. Sie wollen die Tür aufbrechen. Wir wissen, dass du der Spinne hilfst. Mach auf! Bin gleich da. Versteck dich. Ja, teilt euch auf. Findet die Frau mit dem Fernglas. Bleibt langsam zu alt für den Job. Spider-Man, schaltet ihn aus und stoßt dann die Frau runter. Oh, Mr. Fisk, jetzt wirst du sterben. Hey, starker Junge, versuch das nochmal. Er darf uns nicht besiegen. Schwärmt aus! Das waren alle. Mal sehen, was Stephanie macht. Spider-Man. Das war etwas aufregender als meine sonstigen Vogelbeobachtungen. Hey, ich danke dir. Deine Adleraugen haben verhindert, dass ein inhaftierter Gangsterboss an die Daten der halben Stadt kommt. Gar nicht schlecht, hä? Huh? Und ich habe ein Nest mit Kanada-Kleibern entdeckt, während du den Kerl fertig gemacht hast. Echte Schönheiten. Willst du mal sehen? Danke. Ich konzentriere mich ab jetzt auf Knastvögel.
der Wasserspeicher. Aber wo ist Scorpion? Das sehe ich mir genauer an. Wenn ich ein Söldner in einem Skorpionkostüm wäre, wo wäre ich dann? Hinter dir! Ginge es nach mir, wärst du tot. Aber Octavius zahlt und er will dich foltern. Das respektiere ich. Mist! Was hat er mir da gespritzt? Wow! Was zum... Ist das ein See aus Gift? Kann nicht sein! Das kann nicht real sein. Muss das Gift sein. Aber ich darf kein Risiko eingehen. Ich muss an einen höheren Ort und analysieren, was er mir gespritzt hat. Okay, hier bin ich erstmal sicher. Ich muss das Nervengift analysieren und ein Gegengift mischen. Scorpion hat es verbessert. Halluzinogenes Nervengift. Mein Gehirn erschafft Schrecken, die mein Körper für echt hält. Schnell, ich muss ein Gegengift mischen. Zuerst brauche ich ein natürliches Steroid. Extrakt der Ekliptor-Alba-Pflanze sollte gehen. Das ESU-Gewächshaus ist in der Nähe. Hoffentlich ist jetzt Saison. Im Gewächshaus sollte ich Ekliptor Alba finden. Da ist sie. Wo ist sie hin? Ist das echt? Oder nur in meinem Kopf? Kann beides sein. Doc? Das sind nur stärker werdende Halluzinationen. Du stehst das durch. Doc? Sie klingt... Wie damals, bevor die neurale Schnittstelle integriert wurde? Meine Obsessionen waren immer da, aber mit der Schnittstelle wurden sie ganz mein. Ich muss das in Ordnung bringen. Sie... irgendwie... Ah, Peter. Immer bereit, Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn es hoffnungslos ist. Sie ahnen ja gar nicht, wie oft ihr Optimismus mich weitermachen ließ, wenn die Lage düster wirkte. Ich werde sie vermissen. Wirklich. Tut mir leid, Doc. Tut mir so leid. Ja, ja. Es tut Ihnen leid, aber Sie lassen es zu. Da fragt man sich nach Ihren Prioritäten. Ich meine, warum sollten Sie zulassen, dass ich mich vernichte, wenn ich Ihnen wichtig bin? Ich kann Ihnen helfen. Das neurale Netz beeinflusst Ihren Geist. Das neurale Netz, das Sie miterschaffen haben. Die Wahrheit ist, Sie haben mir das angetan. Ohne Ihre Hilfe hätte ich diese schrecklichen Dinge niemals getan. Ich hätte das erkennen müssen. Ich hätte Sie nicht mit den Armen allein lassen dürfen.
Viel Glück. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Bleiben Sie stark, Peter. Ist der Clip der Alba. Die Pflanze hilft kurz. Aber für ein dauerhaftes Gegengift brauche ich ein Antitoxin. Eine von Harrys Forschungsstation entwickelt ein synthetisches Atropin. Ich muss schnell dorthin. Riesige Skorpionstacheln. Traumhaft. Danke, Gehirn. Wie fühlst du dich, Spinne? Kriegst du die Angst? Skorpion? Woher hast du diese Nummer? Immer diese völlig uninteressanten Fragen. Frag nicht, wie rufe ich dich? Frag lieber, rufe ich dich? Vielleicht ist das nur ein Schrei deines sterbenden Hirns. Echt oder nicht? Wenn ich das Gift los bin, bist du dran, Mac! Große Worte von kleinen Insekten. Viel Spaß mit dem rosa Elefanten. Da ist die Forschungsstation. Ich brauche das Atropin. Ich muss in die... Das Atropin ist da. Das Atropin ist weg. Ach, schon wieder. Du kommst zu spät, wie du auch mir zu spät geholfen hast. Das sind nicht Sie, Doc. Ah, aber das bin ich. Das ich, das die Gesellschaft als unbequem empfand. Das, was ich unterdrückt habe. Und auch dank dir bin ich jetzt frei. Tut mir leid. Ich werde Ihnen helfen. Versprochen. Mach dir nichts vor. Du hilfst nie jemandem. Das Gift ist nicht in dir. Du bist das Gift. Alle um dich herum leiden. Laufen Sie nicht weg! Ich versuch's! Ich will nichts von dir! Du bist ein Versager. Leben, Liebe, Karriere. Du bringst nur Schmerz! Hören Sie auf! Ich gebe Sie nicht auf! Bitte reden Sie mit mir! Ich kann helfen! Damit Sie mich wie die anderen behandeln, mich fesseln, mich ersticken? Nein, ich will strahlen wie meine Genialität. Ich habe sie gesehen. Mit den Notizen. Sie stahlen Ideen, haben mich verraten. Und sie habe ich Freund genannt. Ich bin Ihr Freund, Otto, bitte. Ich habe Sie immer unterstützt und mach das auch weiter. Unterstützt, indem Sie meine Ideen an Norman verkauften, meine Arbeit sabotierten. Ich habe alles gesehen. Ich habe alles gewusst. Bitte, Doc, bitte! Ich setzte große Hoffnung in Sie, Peter. So hohe Ambition. Ich sah Sie als großen Wissenschaftler. Aber der Wille fehlte. Immer zerstreut, immer zu spät. Ich hab's versucht. Ich wollte da sein, aber... Aber was, hm? Ausflüchte, immer Ausflüchte. Ich hatte keinen Forschungsassistenten, nur einen faulen Schmarotzer. Ein Kind, das erwachsen gespielt hat. Nein, das stimmt nicht. Nein!
wenn sie da gewesen wären, als die Fachkommission kam, beim Probelauf, bei den endlosen Anproben. Wären sie jemals da gewesen, hätte ich vielleicht nicht handeln müssen. Bitte, Doc! Es bleibt noch Zeit, umzukehren, noch Zeit zu heilen! Und wozu das? Um zurück ins Labor zu kriechen, um mit meinem inkompetenten Assistenten zu spielen? Nein, meine große Zeit ist gekommen. Sie halten mich nicht wieder auf. Weg da, Parker! Sie sabotieren mich nicht nochmal! Bitte reden Sie mit mir! Ich kann helfen! Damit Sie mich wie die anderen behandeln, mich fesseln, mich ersticken? Nein! Ich will strahlen wie meine Genialität! Ich habe sie gesehen. Mit den Notizen, sie stahlen Ideen, haben mich verraten. Und sie habe ich Freund genannt. Ich bin Ihr Freund, Otto, bitte! Ich habe sie immer unterstützt und mach das auch weiter! Unterstützt, indem sie meine Ideen an Norman verkauften, meine Arbeit sabotierten. Da ist es, das Atropin. Ich habe das Atropin. Jetzt nur noch das Gegengift mischen. Geht wohl wieder zurück ins Labor. Und fast geheilt. Sorry wegen der Pläne und so. Oh, Spinne, keine Sorge. Es kommen noch mehr Überraschungen. Sie werden uns schon sehr bald wiedersehen. War ja klar. Vorsicht vor den Sternen. Das Gegengift mischen. Endlich das echte Labor. Ich denke nicht. Du bist jetzt in meinem Reich. Du bist die Osborn. Du willst mein Genie stehlen! Alles, was jetzt passiert, ist deine Schuld! Ich wusste, du lachst über mich! Ihr alle! Meinst du, ich vergesse dich? Scorpion, bist du echt? Halt! Das ist meine Chance. Dann weißt du's. Noch eine Halluzination. Zumindest mit imaginärem Glaskinn. Doch, wird! Jetzt weiß ich, dass du mich nur ablenken willst. Komm doch! Komm doch! Du bist ein Loser! Einer weniger! Ohne dich wäre diese Welt besser dran. Und das weißt du. Sehr schön. Nur noch ein paar. Noch einer weniger. Alle, Held. Alle um dich herum leiden. Das ist wie mit Internet-Trollen. Man haut einen um und der nächste noch einer. Ich muss ihn angreifen, wenn er stehen bleibt. Ich hoffe, das war's jetzt. Ich kann kaum noch stehen. Da, die Zentrifuge, die ich brauche.
Ich spüre... Das sollte reichen. Wo ist mein Anzug? Das war wohl etwas zu viel Dekontaminierung. Ich zieh mir lieber was an. Viel besser. Ich leg dann mal los und vergesse, dass das hier passiert ist. Ich bin nicht fit. Ich muss das Gift aus dem Körper kriegen, bevor ich mir die anderen Schurken vornehme. Zeit für eine kleine Runde. Haben eine Geiselnahme. Entflohene kapern einen Bus. Brauchen mehr Officer bei Flatiron. Hey, Spider-Man! Spider-Man, es gibt noch viel mehr vermisste Studenten. Heute fand kein Treffen im Debattierclub statt. Alle sind auf einmal verschwunden. Ein koordinierter Angriff. Die Sache eskaliert. Wo war Ihr letzter Aufenthaltsort? Ihr Präsident Harold ist auf einem Touristen-Fotostream zu sehen. Die Brooklyn Bridge ist definitiv auf dem Foto. Das ist südöstlich der Universität. Brooklyn Bridge liegt am südöstlichen Ende der Insel. Schwerpunkt
Ich beeil mich lieber. Verliert Benzin. Wenn er explodiert, geht das ganze Viertel hoch. Sobald sie den Laster treffen, schlägt es Funken. Bring dich in Gefahr! Gute Nacht! Habt ihr nichts Besseres zu tun, als euch in die Luft zu jagen? Die Musik in der Finsternis. Stopp! Ich werde dich töten! Falls ihr unsicher seid, entzündbar und entzündlich ist dasselbe. Danke. Ich wusste, dass es falsch war. Aber ich konnte nicht aufhören. Klingt nach einem typischen College-Studenten. Es ist alles in Ordnung. Okay. Ich muss mir Scorpion schnappen, aber ich habe Tante May seit dem Brand nicht mehr gesehen. Ein kleiner Halt bei Feast sollte drin sein. MJ, hey, darf ich dir mal eine heikle ethische Frage stellen? Wann ist es okay, einen Freund aufzugeben? Oh, wow, Pete. Du denkst an Otto? So offensichtlich, hä? Ja, aber auch verständlich. Der edle, großzügige Teil von mir will nie sagen, ein wahrer Freund ist immer da, auch wenn jemand vom Weg abkommt. Aber in Ottos Fall, ich weiß es nicht, Pete. Du wirst wohl entscheiden müssen, ob der Otto Octavius, den du kanntest, noch da ist oder nicht. Oder ob er jemals da war. Ja. Ja. Danke, MJ. Ich muss über einiges nachdenken. Ruf mich jederzeit an, Pete. Ich bin für dich da.